Guten Tag, ich zeige das Dragonfly 2 von der Firma Spyderco. Das Messer habe ich erworben, weil es sich um eine Spezialanfertigung für die Firma DLT Trading handelt. Die Firma DLT Trading hat dem Messer diesen Button auch dabei gelegt. Das fand ich sehr schön, ich lege den mal hier hin. Dieses Messer ist für mich das nahezu perfekte EDC-Messer. Es hat ein Gewicht von knapp unter 34 Gramm und eine Länge im geschlossenen Zustand von 8,5 cm, im geöffneten Zustand von ca. 14,3 cm, davon entfallen 6 cm auf die Klinge und 5 cm auf den geschliffenen Teil. Die Breite der Klinge liegt bei knapp unter 3 cm und ich habe eine Klingendicke von ca. 2,4 mm gemessen, wobei sich die Klinge zur Spitze hin auf eine Dicke von ca. 0,5 mm verjüngt. Die Klingenform und den hochgezogenen Flachschliff ist dieses Messer ein wahrer Slicer. Es kam rasiermesserscharf bei mir an. Auf der Klinge steht der Name des verwendeten Stahls. Ja, das ist der CPM Cruvier. Es ist ein äußerst verschleißfester Stahl, der sehr hart ist und sehr lange die Kante hält. Und dabei rasiermesserscharf ausgeschliffen werden kann. Allerdings ist dieser Stahl nicht ganz rostfrei, sondern nahezu rostträge. Dafür gibt es allerdings diese Beschichtung hier. Das weiß ich nicht genau, was das für eine Beschichtung ist. Nach einem CH-Code sieht das nicht aus. Auf der Klinge kann man weiterhin den Firmennamen und das Firmenlogo der Firma Spyderco sehen. Auf der anderen Seite steht Seki City und Japan, das ist der Herstellungsort. Und das Logo des Designers, das ist in diesem Fall der Direktor der Firma Spyderco, Sal Glasser. Das Messer ist auch deshalb so leicht, weil sowohl die Backlockfeder als auch die Klinge direkt zwischen den FRN-Griffschalen verschraubt worden sind. Es gibt hier keinen Stahlrahmen. FRN, das steht für glasfaserverstärktes Nylon. Das ist ein äußerst stabiler und leichter Kunststoff. Wenn man das Messer schließt, muss man so ein bisschen aufpassen, weil da schnackt die letzten paar Zentimeter zu. Die Klinge steht sehr zentriert. Es gibt ja auch nicht das geringste Klingenspiel, weder vertikal noch horizontal. Hier auf den Griffschalen, da sieht man so leichte Keile oder Vierecke. Diese stehen vom Anfang der Griffschalen bis zur Mitte so nach oben und vom Ende bis zur Mitte entgegengesetzt, so dass dadurch schon eine gute Rutschfestigkeit vermittelt wird. Die Ergonomie dieser Griffschalen ist gut. Beim Dreifingergriff, da liegt der kleine, der vierte Finger hier hinten auf. Der Daumen sitzt hier vorne. Oberhalb der Klingenwurzel, hier ist ein Jimping, das ist genau richtig. Das vermittelt viel Halt, ohne weh zu tun oder scharf zu sein. Im Dreifingergriff kann man das Messer gut kontrollieren, nicht perfekt, aber wirklich gut. Wenn man allerdings den Mittelfinger hier in den Scheu legt, dann ist die Ergometrie nahezu perfekt. Man hat eine perfekte Kontrolle über die Klinge und kann mit der Spitze sehr kontrolliert auch feinste Arbeiten ausführen. Der liegt zur Hälfte auf den Griffschalen und zur anderen Hälfte auf der Klinge und verfügt ebenfalls über ein sehr angenehmes Jimping. Man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, hier abrutschen zu können. Wie gesagt, der Griff ist verschraubt. Hier befindet sich ein Drahtclip. Ich mag diese Drahtclips von Spyderco, allerdings ist das nicht wirklich Deep Carry hier. Allerdings kann dieser Drahtclip auf die andere Seite umgesetzt werden. Mir gefällt auch die farbliche Kombination zwischen dem Grün der Griffschalen, dem Odd Green, und dem Schwarz der Beschichtung hier sehr gut. Was dieses Messer so absolut EDC-tauglich macht, das ist das geringe Gewicht, das sind die geringen Abmessungen, das ist das perfekte Handling, das ist die
ausreichende Klingengröße. Allerdings habe ich ja schon eingangs gesagt, dass dieses Messer für mich das fast perfekte EDC-Messer ist. In dieser Welt hat ja fast alles leider einen Wermutstropfen. Und der besteht in diesem Fall darin, dass dieses Messer nicht Paragraph 42a konform ist und insofern in Deutschland ohne berechtigtes Interesse nicht geführt werden darf. Das war's auch schon mit meiner Vorstellung. Wem das Video gefallen hat, dann bitte ich um eine positive Bewertung. Auch würde ich mich immer sehr über ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich allen Zuschauern noch einen sehr angenehmen Tag.